Auch im November des Jahres 2013 schauen wir auf den DRB Depot Contest und auf die Teilnehmer. In diesem Falle ist es Nils Petersen von der Top-Vermögensverwaltung aus Itzehoe. Bevor wir gleich in die Details gehen, gucken wir uns gemeinsam mal die Charts und die Grafiken an. Und da ist ein sehr schöner Spielstand aus Sicht der Top-Vermögen zu sehen. Nämlich, man ist auf Platz 4 im Anlegerprofil Chance mit einer Rendite von aktuell ca. 13%, also sehr weit oben platziert. Auf der nächsten Grafik die Eckdaten des Depots, nur 15 Trades, also positiv nur 15 Trades, also da wurde wenig umgeschichtet bei der Top-Vermögensverwaltung. Man hat quasi keine Liquidität mehr übrig, geht womöglich dann mit diesem Depot in die letzten Wochen dieses Spieljahres. Und unsere dritte Grafik, der Chart dieses Jahres, auch hier wie bei vielen anderen Depots in diesem Jahr ein sogenannter Bernanke-Effekt zu erkennen. Der Einbruch im Frühsommer, muss man sagen, vor allen Dingen mit Blick auf die Schwellenländer, aber auch hier gab es mittlerweile eine deutliche Erholung, sodass aktuell ca. 13% plus zu Buche stehen. Soweit also der Überblick über das, was bisher war. Reden wir über das Depot, Herr Petersen, über die Details und vor allen Dingen, wenn ich da nochmal raufschaue, Sie setzen vor allen Dingen auf Fonds. Das ist korrekt. Unsere Anlagestrategie basiert überwiegend darauf, auf Investmentfonds zu setzen. Wir versuchen über eine globale Ausrichtung, also diversifiziert, groß gestreut, unser Depot aufzustellen. Wir versuchen nicht hinter einer einzelnen Aktie hinterher zu laufen, wo wir eine Wette darauf eingehen, ob sich die am nächsten Tag verdoppelt oder gegebenenfalls halbiert, sondern wir sehen einfach den Erfolg und den nachhaltigen Erfolg einer Anlagestrategie da drinne, einen nachhaltige globale Asset Allocation aufzubauen und damit letztendlich für die Kunden ein relativ ruhiges, aber konstant wachsendes Depot zu kreieren. Nach welchen Strategien, nach welchen Kriterien suchen Sie denn Ihre Fonds aus? Es werden überwiegend auf globale Fonds fokussieren wir uns. Das liegt daran, dass wir dem Fondsmanager eine möglichst breite Basis geben wollen, in die er grundsätzlich investieren kann. Klar ist natürlich, dass er dann nach seinen eigenen Erfahrungen und Stärken und Kenntnissen halt sich selber spezielle Punkte aus dieser Anlagestrategie heraussucht. Uns ist natürlich aber auch bewusst, dass nur ein Bruchteil aller Vermögensverwalter oder Fondsmanager überhaupt in der Lage ist, ihre eigene Benchmark oder die Vergleichsfonds zu schlagen, sodass wir uns darauf fokussieren, dass diese Fonds einen Lebenszyklus von mindestens 10 Jahren hinter sich haben sollen. Gleiches gilt auch für den Fondsmanager. Das heißt, nach Möglichkeit soll dieser Fondsmanager 10 Jahre lang den gleichen Fonds gemanagt haben, die gleiche Strategie verfolgt haben. Dann kommt er bei uns in den großen Auswahlprozess hinein. Und wenn er sich dann noch, sage ich jetzt mal, in seiner Klasse besonders hervorhebt, dann hat er die Möglichkeit, bei uns aufgenommen zu werden. Dann gucken wir uns doch vielleicht mal ein, zwei Fonds etwas genauer an. Beispielsweise den PE Global Value. Da steckt ein sehr bekannter Mann hinter, nämlich Professor Max Otte. Vielleicht haben Sie ein paar Details zu diesem Fonds. Richtig. Der Fonds wird von Herrn Professor Max Otte gemanagt und ist aufgelegt nach seiner Anlagestrategie der Königsanalyse. Das heißt, er versucht, unterbewertete Aktien zu finden, die einen starken Ertrags- und Substanzwert in sich haben. Und sein globaler Anlagehorizont konzentriert sich dabei überwiegend auf große und sehr große marktkapitalisierte Unternehmen. Bekannte Marken sind drin, aber auch zum Teil auf erstklassige Unternehmen mit einer mittleren oder kleineren Marktkapitalisierung, um da diesen gesamten Markt abzudecken. Und ich glaube, Professor Otte hat schon 2006 gezeigt, dass er ein ganz gutes Gefühl für den Markt hat, als er die Finanzkrise nicht nur vorhergesagt hat, sondern in seinem Buch sogar letztendlich die Ursachen und Auswirkungen dieser ganzen Finanzkrise schon beschrieben hat. Und wir hoffen einfach, dass er auch in den nächsten Jahren weiterhin so ein positives Händchen auch für seinen eigenen Fonds hat und damit letztendlich auch für uns und für unsere Anleger darstellen kann. Wie ist die Strategie für Sie dahinter? Einfach das Thema Marktführer. Wird es auch nach Krisen oder nach sehr großen Krisen immer wieder geben? Ist das so der Gedankenansatz? Das ist grundsätzlich schon der Gedankenansatz. Also es ist so, dass wir selber uns darauf fokussieren, auf Qualitätsaktien zu achten, auf Qualitätsunternehmen zu achten. Und hierbei geht es letztendlich darum. Herr Professor Otte spielt letztendlich diese Strategie, um zu sagen, gibt es bestimmte Marken, die eine Marktmacht, eine Marktposition haben, die eindeutig darauf hindeuten, dass diese Unternehmen auch in den nächsten Jahren noch Gewinne erzielen werden und auf ihrer Marktposition immer noch auf Platz 1 oder Platz 2 sein werden. Jetzt gucken wir mal auf das, was aktuell ist. Wir sehen eine DAX-Rallye. Schau nochmal, über 9000 Punkten aktuell im Jahre 2013.
wird das so weitergehen in 2014? Das wissen Sie natürlich auch nicht, aber wie sollte sich der Privatanleger überhaupt angesichts dieser DAX-Rallye positionieren aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, so viele Möglichkeiten hat der Privatanleger gar nicht. Wir sehen auf der einen Seite in Europa, in Amerika, in Japan ein Niedrigzinsumfeld, wo man vielleicht auch im Tagesgeld 0,5% Zinsen bekommt und haben gleichzeitig eine Inflation, die zwischen 1,5 und 2,5%, je nach Messungsgrad letztendlich liegt. Sodass man also tatsächlich sagen muss, dass Investoren, die in Tagesgeld, Sparbücher, aber auch Staatsanleihen investieren, eigentlich jedes Jahr einen realen Kaufkraftverlust erzielen mit dieser Anlage. Von daher ist für uns die einzige Alternative, in Sachwerte zu gehen. Dazu zählen halt Immobilien, Gold, natürlich auch die Aktie. Aber auch da muss man selektiv vorgehen. Wenn er eigengenutzte Immobilie bereits hat, sollte sich überlegen, vielleicht weitere Vermögenswerte in liquidere Sachwerte zu investieren, Gold als Alternative. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Gold dieses Jahr nach dem 30% Rückgang vielleicht nicht mehr als der ganz sichere Hafen gelten kann. Aber speziell, und das ist halt unser Fokus, die Aktienanlage, auch da kann man halt sehen, dass sich der Markt sehr, sehr gut gemacht hat. Zwar schon die letzten anderthalb Jahre, aber wir glauben halt, dass sich Qualitätsaktien auch in der Zukunft noch sehr, sehr positiv entwickeln können und da eine ganze Menge Potenzial in diesem Bereich und auch gerade im Aktienmarkt ist. Also es ist riskanter, keine Aktien, keine Qualitätsaktien im Depot zu haben? Aus unserer Sicht ist es tatsächlich riskanter und sicherer, Geld zu verlieren, indem ich nur auf Geldwerte setze und nicht den Sachwert Aktie benutze, um tatsächlich mit einem gewissen Risiko, das ich gehen muss in der heutigen Zeit, auch tatsächlich eine Chance für mein Depot zu haben oder für mein Vermögen zu haben, überhaupt zu wachsen. Soweit der Blick ins aktuelle Depot von Nils Pedersen von der Top Vermögensverwaltung. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Wiedersehen.